Heute will ich Ihnen den Zusammenhang zwischen pH-Messtropfen, Redoxpotential oder ORP-Messgeräten zeigen und die Bestimmung von gelöstem Wasserstoff, damit Sie wissen, warum man das wegwerfen muss und das eigentlich nicht braucht, um zu wissen, ob man Wasserstoffwasser bzw. Hydrogen-Rich Water vor sich hat. Schließlich geht es darum, bei Gerätschaften zur Herstellung von wasserstoffreichem Trinkwasser die Spreu vom Weizen zu trennen. Immerhin ist das Ganze ja schon 2017 ein Weltmarkt mit 20 Milliarden Euro. Also es geht schon um was. Ursprünglich gab es ja nur die Wasserionisierer, die das Wasser zugleich basisch machen. Inzwischen sind auch Geräte auf dem Markt, die pH-neutrales Wasserstoffwasser herstellen können. Wichtiger aus heutiger Sicht ist der Wasserstoffgehalt des Wassers. Basisches Aktivwasser braucht wahrscheinlich nur jemand, der mit Übersäuerung zu kämpfen hat. Da kann ja jeder mal mit pH-Streifen einen Speicheltest machen, bevor er von einem Arzt nach den Ursachen suchen lässt. Zum Wassertest auf pH genügen meist die mit dem Wasserionisierer ausgelieferten Tropfen. Jahrzehntelang wurde propagiert zu testen auf das negative Redoxpotential des Wassers, das sogenannte Oxidationsreduktionspotential. Das ist ein Wert, der beim normalen Wasser positiv ausfällt, aber bei wasserstoffhaltigem Aktivwasser ist er stark negativ, also minus 100 bis minus 800. Es gibt also prinzipiell eine Bereitschaft, in einer chemischen Reaktion Elektronen abzugeben. Diese Elektronen schwimmen aber nicht frei rum, wie manche geglaubt haben, sondern die sind an Moleküle gebunden, die im Wasser gelöst sind. Weiterhin wurde verschiedentlich behauptet, diese Elektronen säßen an negativen Ionen. Die sind aber zum Beispiel bei einem Wasserionisierer nicht im basischen, sondern im sauren Abteil einer Elektrolysezelle. Also sowas wie Chlorid, Sulfat, Phosphat und Nitrationen. Im basischen Wasser dagegen tummeln sich vor allem die positiven Ionen, wie die von Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium. Denen fehlt mindestens ein Elektron. Die denken also gar nicht daran, ein Elektron abzugeben. Schauen Sie her, so sieht OH- aus. Sauerstoff hat 2 Elektronen auf der ersten Schale und 6 auf der zweiten. Ergibt eine perfekte Achterkonfiguration. OH- ruht also in sich in einer perfekten Elektronenkonfiguration und gibt in der Regel nichts an chemische Reaktionen ab. Mehr Hydroxidionen als säuretypische H+-Ionen sorgen aber dafür, dass das Wasser basisch wird. Nichts weiter. pH heißt also nichts für die Bereitschaft, Elektronen abzugeben. Dennoch wird das messbare Potential durch die Hydroxidionen mit steigendem pH immer niedriger. Dadurch gibt es eine Gleichung, die der Walter Nernst erfunden hat, die sogenannte Nernst-Gleichung, die das in Zusammenhang setzt. Die sieht dann so aus. Man kann also im Prinzip aus einem gemessenen pH-Wert auf ein bestimmtes Redoxpotential schließen und umgekehrt. Pro pH-Stufenerhöhung sinkt das ORP um rund 60 mV. Solche Idealbedingungen haben wir bei der Messung von normalem Trinkwasser allerdings nicht, weil da auch noch die anderen im Wasser gelösten Stoffe eine wesentliche Rolle spielen, zum Beispiel die metallischen Bestandteile von gelösten Mineralsalzen. Die mischen sich dann insgesamt in das Redox-pH-System von theoretischem Reinstwasser mit ein. Aber darum geht es beim Aktivwasser gar nicht so sehr, denn wir haben es nicht nur mit dem konstanten Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff zu tun, das in Reinstwasser herrscht, sondern vor allem mit dem gelösten Wasserstoff als Redoxfaktor. Wasserstoff ist im Aktivwasser als H2-Gas gelöst und schon sehr geringe Mengen davon verschieben das Redoxpotential nach unten, also in den negativen Bereich. Wir sehen das an diesem Diagramm, Figur 6. Indem wir nur mal sehen, was ein bisschen Wasserstoff beim theoretischen Reinstwasser ausmachen würde. Wenn es pH 7 hat, also neutral ist, schon bei 0,0001 Milligramm Wasserstoff pro Liter bekommen wir durch die Berechnung mit der Nernst-Gleichung ein negatives Redoxpotential von 260 Millivolt minus. Schon ein Billionstel Milligramm gelöstem H2 würde ein negatives ORP von 24 Millivolt erzeugen.
Wir gehen ja heute davon aus, dass mindestens 0,5 Milligramm gelöstes Wasserstoffgas für einen therapeutischen Nutzen von Aktivwasser nötig ist. Was also sagt uns ein negativer ORP von 260 Millivolt aus? Gar nichts. Er beweist keinerlei Nutzen. Dagegen kann bei einem negativen ORP-Wert von 400 Millivolt theoretisch schon 0,5 Milligramm Wasserstoff drin sein. Wir wissen es aber nicht, weil die Messung des Redoxpotentials gar nichts bringt. Das sehen Sie auch an der Figur 7 hier deutlicher. Die grüne Linie zeigt dabei das negative Redoxpotential auf der Ideallinie der Nernst-Gleichung. Bei einem Wasserstoffgehalt von 0,5 Milligramm pro Liter in einem pH-neutralen Wasser mit pH 7 beträgt das Redoxpotential minus 399 Millivolt. Wenn wir nun viermal so viel Wasserstoff im Wasser auflösen, also 2 Milligramm pro Liter, sinkt das ORP nur um 18 Millivolt auf minus 417. Das liegt sogar noch unterhalb der Messgenauigkeit der meisten billigen ORP-Messgeräte. Würde also vielleicht gar nicht mal auffallen, obwohl 1,5 Milligramm mehr Wasserstoff natürlich in therapeutischer Hinsicht ungeheuer viel ausmachen können. Nun sehen wir uns mal anhand von Figur 8 an, was mit dem Redoxpotential passiert, wenn wir theoretische 50 Milligramm pro Liter Wasserstoff im Wasser lösen würden, also das Hundertfache des Ausgangswerts von 0,5 Milligramm. Und tatsächlich sagt uns der Nernst-Kalkulator, dass das Redoxpotential nur um 60 Millivolt sinkt. Nun schauen wir uns anhand von Figur 9 an, was passiert, wenn wir in einem Wasserionisierer den pH-Wert des Wassers erhöhen. Wenn im Wasser jeweils die Vollsättigung von Wasserstoff gelöst ist, also 1,6 Milligramm pro Liter, da zeigt sich, dass das Redoxpotential bei pH 10 um 178 Millivolt größer ist als bei pH 7. Es ist also eindeutig unmöglich, vom Redoxpotential Rückschlüsse auf die Konzentration von gelöstem Wasserstoff zu ziehen. Denn höhere ORP-Negativwerte bedeuten nicht mehr gelösten Wasserstoff. Ein Gerät wie dieses, das aufgrund der Messung des Redoxpotentials einen Wasserstoffgehalt zu messen vorgibt, kann daher nur fehlerhafte Werte anzeigen, wenn der pH nicht gleich 7 ist und es sich nicht um Reinstwasser bei einer Standardlabortemperatur und Luftdruck handelt. Aufgrund der Anzeige von ppm bzw. ppb wird vorgetäuscht, dass es sich um ein echtes Wasserstoffmessgerät handelt. Gemessen wird aber mit dieser Elektrode nur das Redoxpotential. Hier sehen Sie das billige Originalgerät aus China, ein ORP-Messer. Die japanische Firma, die das verkauft, die hat nur einen Logarithmus einprogrammiert, der die Anzeige ändert in ppb und ppm nach der Nernst-Gleichung. Also deswegen, wo immer Sie dieses Gerät auf Videos sehen, wissen Sie, dass hier gar keine Wasserstoffmessung durchgeführt wird, sondern nur eine ORP-Messung. Also entweder muss man mit den richtigen Wasserstoffmessgeräten, die bis zu 50.000 Euro kosten, messen, oder mit einer Tetrierlösung, die sowas wie H2 Blue, die beruht auf einer eindeutigen chemischen Reaktion von Methylenblau mit Wasserstoff im Wasser zu farblosem Leukomethylenblau. Das sehen Sie hier auf Figur 8. Das ist also dann so eingestellt, dass ein entfärbter Tropfen einem Wasserstoffgehalt von 0,1 Milligramm pro Liter bzw. 0,1 ppm entspricht. Natürlich gibt es auch da ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel mit der Tropfengröße, aber das Verfahren ist von befriedigender Genauigkeit und damit großer Sicherheit. Ich habe Dutzende solcher Messvergleiche in meinem Buch Elektroaktiviertes Wasser ab Seite 108 gegenübergestellt. Sie sehen das hier, manchmal zeigt das elektrische Pseudo-Wasserstoff-Messgerät sogar das 7- bis 8-fache des wirklichen Wasserstoffswerts an. Kein Wunder, dass Sie damit Werbung machen. Es könnte also wirklich auf dem Müll. Das war also der Zusammenhang zwischen gelösten H2, pH und Redoxpotential, erklärt anhand der Nernst-Gleichung. Die Grafiken entstammen diesem Büchlein von Randy Sharp, dem Präsidenten von H2 Sciences, der die H2 Blue Testtropfen entwickelt hat. Wer es noch genauer erklärt haben will, der kann das hier nachlesen. Das Büchlein gibt es in einer elektronischen Form kostenlos zum Download unter der eingeblendeten Adresse. Die Bezugsadresse für die Tropfen sehen Sie ebenfalls. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Thema wollte ich schon lange mal erklären. Dank des neuen Büchleins war es gar nicht so schwierig, oder?